Letzte Aufwärmübungen vor dem Start. Dann ist es endlich soweit. Im Abstand weniger Sekunden gehen die Athleten in die Loipe. Es ist wieder paralympischer Skiweltcup in Finsterau. Hier, wo Bayerwald und Böhmerwald aufeinandertreffen, befindet sich noch eines der letzten Rückzugsgebiete dieses Winters. Wir schreiben zwar erst Anfang Februar, doch unten im Tal scheint die Sonne bei frühlingshaften 16 Grad. Und hier oben auf 1000 Metern Höhe pflegen die Freiwilligen des Sportvereins Finsterau mit aller Hingabe die Loipe. Denn auch hier liegen die Temperaturen mittlerweile über der 0-Grad-Grenze. Am Abend vorher hat es eine beeindruckende Eröffnungsfeier gegeben mit einem garantiert feinstaubfreien Laserfeuerwerk. 160 Athleten aus 20 Nationen erlebten den mystischen Zauber des Bayerischen Waldes mit Hexentanz und dem düsteren Staccato der Wolfsausläuter. Der Sozialverband VdK gehört schon seit Jahren zu den Unterstützern der paralympischen Wettbewerbe in Finsterau. Nach der VdK-Präsidentin Verena Bentele haben sie hier sogar eine Loipe benannt. Von mir als Schirmherrin wird erwartet, dass ich natürlich die Sportler begrüße, den Sportlern viel Glück wünsche und ja, natürlich erstmal so ein bisschen die Einstimmung mache auf den Wettkampf. Das ist ja immer das, was Politikern oft ein bisschen schwerfällt, und ich habe den großen Vorteil, dass ich als irgendwie doch sportliche Politikerin oder Ex-Sportlerin und Politikerin da wahrscheinlich mich leicht tue, den richtigen Ton zu finden für die Sportler, dass es nicht so langweilig wird. Die besondere Atmosphäre ist es, die den Skiweltcup und die Weltmeisterschaften hier an der Grenze zu Tschechien ausmacht. Die Wettbewerbe sind Ereignisse für den ganzen Ort. Alle helfen mit, ob als Streckenposten, bei der Essensausgabe oder einfach beim Anfeuern der Athleten. Ich finde hier den Weltcup in Finsterau jedes Mal eine absolute Sensation. Der Verein hier ist mega engagiert. Es sind so viele Ehrenamtliche, die sich hier einbringen, die alles möglich machen für die Sportler. Und diese Atmosphäre hier, die familiäre und die Professionalität, das ist einfach hier einzigartig. Die Entscheidungen in den ersten Disziplinen sind gefallen. Der Biathlon-Sprint im Sitzen, im Stehen und der Wettbewerb der sehbehinderten Athleten standen heute auf dem Programm. Es ist noch nicht lange her, dass Verena Bentele selbst zum Teilnehmerfeld gehörte. Ja, es kommen auch Erinnerungen an frühere Zeiten hoch. Ich bin natürlich auch selber hier gelaufen, und wenn ich immer hier bin und dann den Sport anschaue, würde ich mir am liebsten die Ski anschnallen. Aber heute so als Präsidentin wäre ich nicht mehr konkurrenzfähig. Vom Skistadion geht es direkt zur Siegerehrung in den WM-Stadel nebenan. Noch sind die deutschen Athleten leer ausgegangen. Russen, Ukrainer und Amerikaner haben die ersten Medaillen abgeräumt. Nicht aus Gold oder Silber übrigens, sondern aus Glas, dem Gold dieser Region. Und wenn die Hymne erklingt, schleicht sich auch noch der Lux zu den Athleten auf die Bühne. Wir sind eben, wie gesagt, in Finsterau, wo der Bayerwald auf den Böhmerwald trifft.